Was? Das muss er zahlen! Digga, also wirklich. Tja, moin Leute, ApoRed ist auf Trocken am Start, beziehungsweise der Verurteilte ist wieder trocken am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Folge heute, meine Damen und Herren. Es gibt neue Details zu seiner Verurteilung zu ApoRed, Digga. ApoRed, ich glaube, die meisten wissen Bescheid, ApoRed und Carina. Ja, der Vorwurf und ApoRed Abi wurde ja dafür verurteilt. Er hat ja gesagt, ja, er war es nicht und bla bla bla, aber er wurde ja einfach dafür verurteilt. Das heißt, er hat in jedem Statement, was er rausgehauen hat, gelogen. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, was es Neues gibt. ApoRed muss Euro an Carina Pusch zahlen, alles an den Haaren herbeigezogen. Allein schon durch diesen Umstand ist das Kartenhaus der Lügen des ApoRed in meinen Augen komplett zusammengefallen. ApoRed. Ich habe mal Leute, ab und zu auf Trockner schaut meine Freunde mit einem weiteren Video. Der allerechte Hase hat auf Krise angelehnt mal wieder Imageprobleme. Man kennt's, auf lustig. Und einige gar nicht lustige finanzielle und rechtliche noch dazu. Steuernachforderungen, Insolvenzverfahren und Vorwürfe sexueller Belästigung. Wegen der Belästigungsvorwürfe hatte sich ApoRed ja sogar mit der Make-up-Künstlerin Carina Pusch vor Gericht gestritten und wurde verurteilt. Soweit, so bekannt. Immerhin hat Carina Pusch ja auch ein knapp einstündiges Video dazu veröffentlicht und ihre Sicht der Dinge dargelegt. Das hab ich tatsächlich nicht gesehen. Das Video habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil das war eine Stunde, Bruder, das war ein bisschen zu viel. Aber ich habe mir die ganzen Videos von KuchenTV und Alpha Kevin und die ganzen Videos habe ich angeguckt. Die Zusammenfassung näher. Das ist wie, Digga, wenn ich in der Uni ein Buch lesen muss, aber ich habe gar keinen Bock drauf, deswegen ziehe ich mir so, oder damals in der Schule. Kennt ihr das? Damals in der Schule musste man sich so Faust und so durchlesen, so Lektüren. Man hat sich dann einfach diese Playmobil-Zusammenfassung auf YouTube gegeben. So mal die Schnauze halten und ich werde jetzt reden. Bisher aber noch nicht bekannt waren die Details aus dem Urteil. Also haben wir uns das mal besorgt, was übrigens gar nicht so einfach war. Eigentlich werden Urteile, die öffentlich relevant sind, online gestellt. Aber hier war das etwas schwieriger. Carina hat nämlich in ihrem eigenen Video einen kleinen Zahlendreher im Aktenzeichen. Das hat die ganze Suche beim Landgericht Köln ein bisschen erschwert. Und es hat wirklich einige Telefonate und E-Mails gebraucht, bis wir das Urteil hatten. Und dementsprechend können wir uns jetzt ein paar Details ansehen. Aus dem Urteil geht jetzt nämlich schon unter hart, Digga, Bruder, man kann einfach in jedes Urteil einsehen. Man kann alles, alles ist öffentlich, man kann alles einfach was angucken. ApoRed über Carina Pusch genau nicht mehr sagen darf. Und auch, wie viel Geld der YouTuber ihr... Wahrscheinlich darf er nicht mehr, du Dreckige, sagen. ...nicht als Strafe zahlen musste. Oder besser gesagt, zahlen müsste. Bruder, mich verschickt es, ich schwöre es, mich verschickt es einfach, dass es zwei unterschiedliche Personen sind. Bruder, ich guck dem einen zu, ich höre dem einen zu, da kommt auf einmal ein anderer. Da gibt es ja immer noch das Insolvenzverfahren. Ihr erinnert euch vielleicht, ApoRed ist ja eigentlich pleite. Aber wie pleite ApoRed denn jetzt wirklich ist, dazu hatten wir auch noch ein paar Fragen. Also haben wir uns mal rechtlichen Rat geholt und zwar von niemand geringerem als dem YouTube-Anwalt Christian Solmecke. Wenn euch das Video gefällt, der Abi, Bruder. Gerne ein Like und ein der Abo Abi. Da. Also dann, wir gehen rein. Das Bote. Kapitel 1. Fangen wir nochmal an mit einem kurzen Recap für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben. Die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, die liegen ja schon eine Weile zurück. Schon im Jahr 2016 behauptete die Influencerin Sylvie Carlson, dass zwei nicht weiter genannte Influencer sie auf der Aftershow... Guck mal, das war so typisch 2016. Also wirklich, das ist 2016. Da hat man damals noch mit dieser Legria, glaube ich, war das, aufgenommen. Die Soundqualität war so ranstiger und man hatte diesen Fisheye-Effekt. Und das war damals YouTube. Die des Webvideopreises sexuell belästigt hätten. Um welche zwei YouTuber es sich aber konkret gehandelt haben soll, das blieb zunächst unklar. Richtig hochgekocht ist der Fall dann im Jahr 2020, als der YouTuber Mimi veröffentlichte, um wen es sich denn gehandelt haben soll. Und zwar um die beiden YouTuber Leon Mascher und unseren alten Bekannten ApoRed. Sylvie geriet daraufhin ins Kreuzfeuer der ApoRed-Community. Und da sprang ihr dann Carina Pusch bzw. PushArt zur Seite. Auch sie warf ApoRed vor, sie sexuell belästigt zu haben. Und zwar auf der Gangtour im Jahr 2016. So, auf jeden Fall. Ganz kurz klar, das, was er gemacht hat, kannst du gar nicht rechtfertigen, aber Gangtour, weißt du, das gibt mir so richtige Flashbacks, Digga. Damals war ich noch ein kleiner Pisser. Ich habe mir so die Videos angeguckt von der Gangtour mit Simon Desue, die Außenseiter und diese ganzen Leute waren da dabei. Digga, Flashbacks, auf Ernst Flashbacks. Weil, kam er dann an, hat mich hier so geschreift, hier so unter der Brust, an der Taille. Und da habe ich mich schon mega weggedreht und meinte, nee, ich muss jetzt los. Da kam der, zieht mich so zu sich ran und fängt so an, meine Schultern zu massieren. Vor allem war ich ja über diesen Make-up-Tisch, oder normalen Tisch halt, wo mein Make-up drauf war, gebeugt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das aussah, als ich da so
gebeugt war und er da so von hinten ankommt, sich so randrückt und dann anfängt einer zu massieren. Und ich mich schon so weggedreht und er nur so, ja, was machst du denn heute Abend noch so? Und plötzlich war es der deutsche YouTube-Skandal. Es gab sogar einen Livestream, in dem dann ApoRed auf Carina Pusch getroffen ist, moderiert von Unge. Genau. Damit aber nicht genug. Genau. ApoRed nämlich, der legte ApoRed noch immer so, du dreckig, drauf. Die Vorwürfe von Pusch, dass er ApoRed sie sexuell belästigt habe, hat er versucht, mit mehreren Videos aus dem Weg zu räumen. Insgesamt sind dabei 16 Stunden Videomaterial zusammengekommen. Und darin bezeichnete er Carina Pusch unter anderem als Lügnerin. Genau diese Videos sind es, die das Landgericht Köln noch Jahre später beschäftigen sollten. Denn gegen diese Videos bzw. Aussagen darin hat Carina Pusch geklagt. Und ApoRed, der hat Carina daraufhin auch verklagt. Wieder Klage. Ja, wieder Klage, Digga. Pusch wollte also basically, dass er sie nicht als Lügnerin bezeichnet. Und ApoRed wollte, dass sie die Vorwürfe der sexuellen Belästigung nicht wiederholt. Outcome des Ganzen, ApoRed hat krachend verloren. So, jetzt aber genug des Recaps, denn wir haben hier das Urteil. Stellenweise liest sich das ehrlich gesagt ähnlich absurd wie manche YouTube-Diskussionen, nur eben in Jurasprache. Dieser dürftigen und lückenhaften Schilderung kann die Kammer kein Anzeichen dafür entnehmen, dass sich der Vorfall, wie vom Beklagten, also ApoRed, behauptet, zugetragen haben könnte. Übersetzt, der Vorfall kann gar nicht so... Übersetzt, Bruder, danke, Digga, dass du noch für solche Versager wie ich, Digga, das Ganze nochmal in Deutsch übersetzt, damit ich es verstehe. Oder also, ich hab's verstanden. Ich studiere Jura nebenbei. Also ich hab's verstanden, wirklich. Passiert ja. Sein, wie ApoRed ihn geschildert hat. Carina hat das schon in ihrem eigenen Video erwähnt. Das Gericht hält ihre Aussagen für wahr. Auch wenn er in diesem Verfahren gar nicht wegen sexueller Belästigung angeklagt war und dementsprechend auch nicht wegen sexueller Belästigung verurteilt wurde. Sondern wegen seiner Äußerung. Am Ende hat das Gericht ApoRed nämlich 6 Äußerungen in seinen Videos verboten. Konkret geht es um die folgenden Sätze, die wir für euch einmal haben nachsprechen lassen. In meinem heutigen Video hört ihr 6 Beweise, dass Carina Scheiße labert und endgültig lügt. Oder? Carina sagt, P. war mit mir alleine am Start. Obwohl alle Zeugen sagen, nee, stimmt nicht. Okay, ja, weil die das bezeugen konnten. Ihr alleine am Start. Während ApoRed also eine dieser Aussagen wiederholt, muss er ab jetzt bis zu 250.000 Euro Strafe zahlen. Ja, okay, Bruder, 250.000 Euro Strafe zahlen. Apropos Zahlen, wie viel Strafe gab es jetzt eigentlich dafür, dass er diese Behauptung überhaupt in die Welt gesetzt hat? Antwort, ApoRed muss 765,14 € an Carina Pusch zahlen. Plus Zinsen. Ob das... Ey, das ist respektlos. Das ist wirklich respektlos, Digga. Also, das ist respektlos, 750 Euro. Für Carina Pusch den ganzen öffentlichen Streit und die Beleidigung von ApoRed-Fans ausgleicht. War eine super geile Zeit. Also wirklich, Digga, imagine so, du gehst da vor Gericht, Junge, du machst da dir so einen Stress für das ganze Zeug, du willst einfach nur Gerechtigkeit und im Endeffekt kriegst du 750 Euro. Digga, da ist ja gar nichts damit gedeckt. Ja gut, er muss dann wahrscheinlich, weil er wurde ja verurteilt, er muss die ganzen Gerichtskosten zahlen. Und, aber das ist auch, was sind das? Lass es 1.000, 2.000, 3.000 Euro sein. Also versteh mich nicht falsch, wisst ihr, wie ich meine? Dafür, dass er gelogen hat und das so mäßig in die Welt gesetzt hat und das ja bis auf den Tod verteidigt hat, wisst ihr, wie ich meine? Es waren die letzten Jahre voll mit Hass und auf so 100 Shitstorm-Nachrichten kam vielleicht mal eine positive, nette. Alleine durch die Situation, jobbedingt und mit meinem Bruder, war mein Pensum an Stress ungefähr irgendwo hier oben schon lange überschritten. Und dann habe ich dieses Beleidigungsvideo von ApoRed gesehen und dachte mir, fuck. Weil ich ganz genau wusste, dass das nur noch mehr Stress bedeutet. Hinter den Kulissen ging noch viel mehr. Da hatte ich auch Situationen, dass ich darüber geredet habe morgens und dann einfach reiern musste. Und dann will ich weiterreden, muss ich wieder reiern. Und ich denke mir so, scheiße, Mann. Dein Körper sagt dir gerade auf allen Ebenen, it's too much. Ja, aber ganz ehrlich, das war es mir wert. Und ich würde es auch... Für 750 Euro? ...nicht anders wollen. Es ist so... Nein, ich glaube auch einfach, weißt du, es war auf jeden Fall wichtig, das Ganze öffentlich zu machen und zu beweisen, dass ApoRed gelügt hat. Ich glaube, das ist viel mehr wert als das Geld, aber trotzdem 750 Euro ist ein bisschen so unheimlich ehrenlos. Sich Solidarität zu zeigen. Knapp 800 Euro dafür? Moment. Da ist ja jetzt auch noch die Insolvenz von ApoRed. Und wegen der musste Carina Pusch dann laut eigenen Aussagen auch die Prozesskosten tragen. Boah, okay, das ist... Er nämlich eigentlich bei ApoRed gelegen. Ob sie von diesen 800 Euro, die ApoRed Strafe zahlen musste, also viel gesehen hat, vermutlich eher nicht. Grund genug für uns also... Ja, okay, dann da waren die Prozesskosten, aber also keine Ahnung, was ich weiß nicht, Mann. Das ist ja jetzt kein so ein...
ich weiß ja nicht, wie lange das Verfahren jetzt ging und wie viele Gerichtstermine und wie viele, wie auch immer. Also ich habe keinen Plan, aber ich glaube, das geht da schon in den 1.000, 2.000, 3.000 Euro-Bereich. Sich UpReds finanzielle Situation nochmal genauer anzuschauen. Der Insi-Modus, ja, bin ich mal gespannt. Fairerweise muss man dazu sagen, ApoRed ist mit seiner finanziellen Situation aktuell überhaupt nicht alleine. Denn einige seiner OG-YouTube-Kollegen sind ebenfalls insolvent. ApoRed ist aber nochmal ein ganz anderer Fall. Weil der nämlich, im Gegensatz zu seinen Kollegen, die sagen, ja, ich bin insolvent, behauptet, dass er noch Geld hat. Und fairerweise muss man auch dazu sagen, dass der ganze Fall nur so eskaliert ist. Ja, ApoRed ist so ganz komisch, Digga. Ich schwöre dir, ApoRed, der macht safe irgendwas so hinter dem Rücken, Digga, wovon viele Leute einfach nichts wissen. So ist ganz, 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 ganz komisch. Weil Mimi mehrere Videos zu dem Thema gemacht hat, indem er unter anderem Kontoauszüge von ApoRed gezeigt hat. Nicht geholfen hat ihm da außerdem das Fake-Geständnis aus dem jetzt schon legendären Format, ja, wenn du Eier hast. Sagen, dass du broke bist. Ich habe hier so ein paar Notizen. Du musst 5 Punkte erwähnen. Das war ehrenlos. Das war richtig ehrenlos, ja. Das hab ich mitbekommen. Die musst du abarbeiten. Hä? Oder? Die haben sich einfach entconnected, einfach so rein. Dann entschuldigst du dich, du lest das hoch, Digga. Und dann schauen wir mal, wie die Reaktion ist. Das sorgte jetzt erst kürzlich dafür, dass seine Glaubwürdigkeit vollkommen auf Talfahrt ging. Was schade ist, denn das Anschlussvideo, das er dann gemacht hat, das hat ein paar wirklich interessante Details an die Öffentlichkeit gebracht. Dort enthüllt ApoRed nämlich, dass das Finanzamt knapp 1,7 Millionen Euro von ihm haben möchte. Mhm. Und dann zeigt er noch die entsprechenden Belege als Screenshots. Und jetzt ist die Frage, warum will jetzt das Finanzamt 1,7 Millionen von ApoRed dem aller echten Namen? Konkret handelt es sich hierbei um die Ergebnisse einer Betriebsprüfung des Finanzamts. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, wann macht denn überhaupt das Finanzamt eine solche Prüfung? Und hat es dann schon den Verdacht, dass jemand vielleicht Steuern hinterzieht? Du kannst doch generell, also man muss nicht unbedingt eine Betriebsprüfung bei einer Steuerhinterziehung also machen. Man kann auch eine Betriebsprüfung selber anfordern, wenn man zum Beispiel, das war so ein bisschen bei mir Fall, ich habe auch damals Kacke gemacht, und zwar habe ich Umsatzsteuer auf Einnahmen gezahlt, die gar keine Umsatzsteuer hatten. So, ich habe Einnahmen bekommen, damals ganz, es ist alles so kompliziert und ich will auch wirklich da jetzt nichts Falsches sagen oder so, es ist so unglaublich kompliziert, Digga, Steuern ist wirklich so ein Ding, oder ja, wirklich einfach am besten nach Dubai auswandern und da einfach nur ein Bankkonto haben und leben. Es ist so unfassbar Kopfschmerzen belastend, das ist so schlimm. Auf jeden Fall war das so, ich habe, also wenn du Geld von Google, deine YouTube-Einnahmen bekommst, dann sind die nicht mit 19% Umsatzsteuer, weil in Deutschland bist du, je nachdem wie viel du verdienst, bist du umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, auf alle deine Rechnungen, die du bekommst, fällt Umsatzsteuer an. Alles, was du verdienst, musst du 19% Umsatzsteuer abführen. Aber dadurch, dass Google halt nicht in Deutschland liegt und irgendwie außerhalb, ich weiß nicht, irgendwo in Irland liegen die. Auf jeden Fall, kriegst du auf deine YouTube-Einnahmen nicht die 19% Umsatzsteuer. Und da war irgendein Fehler und ich habe das falsch angegeben und da musste ich 19% draufzahlen. Das heißt, ich habe da behindert gezahlt. Und dann habe ich das meinem Steuerberater gemeldet. Der sagt, ja, das kann man auf jeden Fall irgendwie wieder zurückbekommen. Man muss halt so eine Betriebsprüfung machen. Und dann checken die das und dann sehen, ja, okay, stimmt, das ist Google-Einnahmen, Umsatzsteuer, und dann kriegst du das Ganze wieder zurück. Aber es ist trotzdem ein unglaubliches Gebumse. Also das war wirklich, das ist kompliziert. Aber ich glaube auch generell, wenn das Finanzamt irgendetwas schätzt oder irgendetwas schätzt und du das widerlegst, dann kannst du das widerlegen. Es ist ja nicht so, dass die, das ist auch, weißt, ich habe Briefe bekommen, Digga, die schätzen da irgendwas. Ich denke, woher haben die so solche Summen? Was ist das? Hä? Und dann habe ich denen halt meine Sachen eingereicht und habe das mit meinem Steuerberater abgeklärt und dann haben die sich da so ein bisschen beruhigt, aber ich check da auch gar nichts, Mann. Ich muss jetzt irgendwie, früher musste ich quartalsweise Umsatzsteuer abführen, jetzt muss ich es jeden Monat machen, Digga, also das ist so ein kompliziertes Ding, Digga. Wirklich, also, ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, ihr habt Geld auf eurem Konto und ihr wisst gar nicht, was euer Geld ist. So, ich sitze zu Hause, ich gebe gefühlt keinen einzigen Cent aus, Mann, weil ich Angst habe, irgendwie zu viel auszugeben, damit ich dann, was weiß ich, Digga, Insi-Modus. Versteht ihr, was ich meine? Uns diese Frage besser beantworten als der allerechte Jurahase Christian Säumicke. Ja, Betriebsprüfungen des Finanzamts für vergangene Jahre, die können ganz verschiedene Gründe haben. Zum einen kann es einfach sein, dass es sich in ApoReds Fall um eine Stichprobe gehandelt hat.
Ist aber auch möglich, dass der Verdacht der Steuerhinterziehung bestand. Ja, indem die halt einfach, weil so Finanzamt-Mitarbeiter, Digga, die gucken sich ja deine YouTube-Videos an und so und die gucken auch deine Instagram-Videos an. Deswegen würde ich euch auch einfach niemals raten, Digga, so Zeug einfach zu posten, wie zum Beispiel dicke Uhren, dicke Autos und so ein Zeug, Digga, weil auch wenn es nicht euer, vor allem wenn es nicht euers ist, dann denkt das Finanzamt, wow, ihr seid so heftig und ihr seid so krass, ihr fährt diese Autos, was ist denn los? Und dann machen die so eine Betriebsprüfung. Darüber kann man aber ehrlicherweise nur mutmaßen. In der Rechnung, die ApoRed als Screenshot teilt, sieht man außerdem, das Finanzamt hat hier ganz schön viel geschätzt. Heißt im Umkehrschluss auch, es gab eigentlich zu wenig Belege, um nachvollziehen zu können, wie viel Geld ApoRed beispielsweise auf Instagram verdient hat. ApoRed meint, alles an den Haaren herbeigezogen. Das heißt, dieser Betrag, 1,7 Millionen, die das Finanzamt von mir wollte, ist absolut unrealistisch, ist absolut aus der Luft gegriffen. Das hat einfach kein Hand und Fuß. Manchmal wirkt es wirklich so, als wäre jemand vom Finanzamt einfach auf Social Blade gegangen. Ja, ist Real Talk, ist wirklich so. Und hätte da die geschätzten Einnahmen abgeschrieben. Ist wirklich so. Also das habe ich auch schon mal mitbekommen, dass da, oder zum Beispiel, das habe ich auch in Mauri Pastores Instagram-Story gesehen. Mauri Pastore wurde verurteilt, weil er, ganz kurzer Recap, Digga, und Mauri Pastore, Bruder, das tut mir auf jeden Fall übel leid und das ist einfach eine geistkrank behinderte Geschichte. Der wurde verurteilt, weil er hat früher bei der Polizei gearbeitet und er hat ein Video über seinen Vorgesetzten gemacht, er hat ihn nicht namentlich erwähnt, aber er hat einen Joke darüber gemacht, der Vorgesetzte hat ihn angezeigt, der wurde verurteilt und irgendwie war es jetzt so, wenn ich jetzt falsche Zahlen sagt, dann tut es mir auf jeden Fall leid, aber ich glaube, er wurde so, das hat in seiner Instagram-Story gesagt, er wurde so auf ungefähr 8.000 verurteilt, 8.000 Euro und im Gericht kam die Richterin auf die Idee, im Internet nach einem TikTok-Money-Calculator zu suchen und ein TikTok-Money-Calculator sagt dir, wie viel Geld du ungefähr verdienst. Ja, und dieser TikTok-Money-Calculator macht absolut gar keinen Sinn, weil ich kann es euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Hier, das ist einfach so eine, das ist einfach eine Seite, ne? Wenn ich jetzt mal bei mir hier eingib. Ton verändert 01, oh, Entschuldigung. Dann auf hier auf Calculate ihr links. Ja, guck mal, mich gibt es gar nicht mal. Ton verändert, doch, ich bin der. Ich bin der, achso, Ton verändert 1, nicht 01. Dann verdiene ich angeblich mit jedem Video, was ich auf TikTok hochlade, 1500 Dollar. Und das ist wirklich, Bruder, ich habe nicht mal mit komplett TikTok so viel Geld verdient. Also, weißt du, und das ist einfach so komplett, das ist so komplett an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt messen. Wie, TikTok bezahlt dich ja nicht mal. TikTok bezahlt dich ja nach diesem Creativity-Programm, aber auch nur, wenn du zum Beispiel über eine Minute Videos hochlädst, dann hat das Video 30.000 Aufrufe. Also das ist kompletter Bullshit. Das ist kompletter Bullshit. Und das Ding ist, die Richterin hat das eingegeben bei Mauri Pastore und da kam auch irgendwie raus, dass er pro Video, was weiß ich, 1.000, 2.000 Euro verdient. Und dann wurde ein neues Urteil aufgesetzt mit der, dass er, ich weiß nicht, glaube ich, 18.000 Euro oder sowas. Also wurde auf 18.000 Euro verurteilt mit diesem Money-Calculator. Und das ist wirklich klar, du kannst in Berufung reingehen und das beweisen. Und das ist aber auch so ein Ding, ich verstehe das nicht, wie die sich eigentlich so hart verschätzen. Also, und das ist auch beim Finanzamt so, ich weiß jetzt nicht, was hier steht, aber also, die Einnahmen aus diesen Werbeanzeigen werden von YouTube ermittelt und unbar an den Steuerpflichtigen ausgezahlt. Die Ermittlung der Einnahmen erfolgt dabei durch die sogenannten CPM, ja genau, nein, nicht über CPM, sondern den RPM, aber es ist auch gut, dass es hier nicht steht. Diese gibt an, welchen Betrag der Steuerpflichtigen pro 1000 Aufrufe eines seiner Videos erhält. Nein, der CPM gibt nur an, Cost per Mill, wie viel die Werbenbetreibende zahlen pro 1000 Klicks. Das, was du bekommst, ist der RPM, das ist die tatsächliche Summe. Das ist, weil viele Leute einen Adblocker benutzen und so weiter und so fort, das ist der RPM und der ist wesentlich geringer als der CPM. Im Prüfungszeitraum wurden 2 Videos pro Woche und somit 104 Videos pro Jahr zugrunde gelegt. Es wird angenommen, dass die Videos durchschnittlich 750.000 Aufrufe erreichten. Bei Videos zwischen 600 und 1 Million liegt der CPM bei 2. Somit hält YouTube mit YouTube Geld verdienen. Das ist einfach so ein Link, Digga. Weißt du? Ey, es ist einfach so ein Link, Digga. Es ist einfach so ein Link. Also vertrau mir, ich glaube, mit 750.000 Aufrufen verdienst du keine 1.500 Euro pro Video, da verdienst du viel, viel, viel mehr, aber
Das ist, also was ist das, Digga? Sind solche Schätzungen des Finanzamts wirklich üblich? Wenn das Finanzamt den Verdacht hatte, dass ApoRed Unterlagen beispielsweise unvollständig oder nicht plausibel beigebracht hat, dann kann das Finanzamt auch Schätzungen vornehmen, um die Steuerschuld zu berechnen. In solchen Fällen liegt es dann am Schuldner, entsprechende Belege vorzulegen und zu beweisen, dass die Schätzungen fehlerhaft waren. Die machen das ja mit Absicht. Bestreitet. Die machen das natürlich, Digga. Weißt du, das Finanzamt kommt dann und legt da so eine Summe fest, Digga. Die schätzen da irgend so einen Dreck, wo du dir dann selber guckst, ey, das ist viel zu hoch. Und wenn das Finanzamt schätzt und du nichts dagegen machst, dann sagen die, okay, das musst du zahlen. Und du ja als Person weißt, Digga, das ist viel zu viel, das werde ich niemals zahlen. So, und dann, das ist einfach Psychologie, Digga. Du sagst dann, ja, okay, das ist viel zu viel, komm hier, ich beleg mein Ding. Die Nachforderung des Finanzamts. Und laut dem Screenshot, den er einblendet, tut es auch sein Insolvenzverwalter. Sogar in voller Höhe, also kompletto. Und Solmecke sagt, der Insolvenzverwalter kann das auch machen, wenn er beispielsweise der Ansicht ist, eigentlich hat das Finanzamt zu wenig Belege für das, was sie fordern. Das Finanzamt hat jetzt also entweder die Möglichkeit zu klagen oder die 1,7 Millionen Steuernachforderungen fallen am Ende einfach aus der Rechnung raus. Wie das letztendlich ausgegangen ist, das konnte uns natürlich niemand bestätigen, denn in Deutschland gilt schließlich das Steuergeheimnis. Aber bei der ganzen Sache bleibt noch ein weiterer Punkt. Die Restschuldbefreiung. Stellt euch mal vor, ich habe 100 Millionen Euro Schulden beim Finanzamt. Trotzdem würde ich nicht broke sein. Wisst ihr warum? Du sagst einfach Insi, dann sagst du einfach Restschuldbefreiung und parallel öffnest... Ja, also das funktioniert doch auch nicht so, ne? Du kannst doch nicht einfach in... Okay, parallel, ja. Du einfach ein neues Gewerbe, eine GmbH oder was auch immer, und dann machst du einfach dein Business darüber weiter. Und so funktioniert das. So machen das voll viele in Deutschland. So ungefähr, aber du kannst nicht, wenn du insolvent bist, kannst du nicht... Du kannst, wenn du insolvent bist, kannst du, glaube ich, erstmal 3 Jahre oder so kein Gewerbe gründen. Und wenn du parallel da ein Gewerbe gründest, dann scannen die das Gewerbe von oben bis unten. Weil das ist ja da schon dein Name, Digga. Funktioniert das wirklich so einfach, Herr Solmecke? ApoRed hätte bei seinem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens den Wunsch nach Rest... Stimmt. Und du musst ja dann noch beweisen, wenn du insolvent bist, musst du ja alles darlegen. Du musst ja dann sagen, ey, guck mal, pass mal auf, ich habe das hier noch und das hier noch. Du kannst ja nicht halt einfach insolvent sein, die nehmen ja alles von dir. Befreiung erklären müssen. Die nehmen deinen Sock ja auch mit. Das ist allerdings nicht passiert. Dann hatte er noch die Möglichkeit, diesen Antrag innerhalb von 2 Wochen nach einem gerichtlichen Hinweis auf das Fehlen nachzuholen. Aber scheinbar hat er auch das nicht getan. Ohne einen solchen Antrag kann zumindest in diesem Insolvenzverfahren keine Restschuldbefreiung erfolgen. Okay, also nach dem jetzigen Insolvenzverfahren müsste ApoRed die Schulden zurückzahlen, weil er ja eben keinen Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt hat. Wenn er kein Geld hat, kann er halt auch nicht zahlen. Heißt, er könnte dann nur noch ein neues Insolvenzverfahren eröffnen und dann den Antrag stellen, um seine Schulden endgültig erlassen zu bekommen. Vorbei ist das Drama rund um ApoRed jetzt also erstmal nicht. Auch wenn er eigentlich behauptet, nur noch in Isti oder Dubi zu chillen. Und jetzt zum Thema Steuern sage ich eine Sache. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Er hat ja eine deutsche Meldeadresse. Stark. Und wäre dementsprechend auch in Deutschland steuerpflichtig. Indem ApoRed eine Meldeadresse angegeben hat, hat er auch zugegeben, dass er einen Sitz in Deutschland hat. Und damit ist er auch uneingeschränkt hier in Deutschland steuerpflichtig, trotz der Insolvenz. Allein schon durch diesen Umstand ist das Kartenhaus der Lügen des ApoRed in meinen Augen komplett zusammengefallen. Was ich glaube, das ist ja auch übel verschickt oder so. Wenn du zum Beispiel jetzt auswanderst, ich weiß es nicht, weil ich bin nicht ausgewandert, ich lebe immer noch hier. Aber ich glaube, es ist so, wenn du auswanderst aus Deutschland, und du kannst es ja so machen, dass du keinen festen Wohnsitz hast. Also immer so alle 6 Monate woanders bist. Das Problem ist aber, wenn du dann nach Deutschland wieder einreist, und ich weiß nicht, wie viel, ich kenne mich da nicht aus mit Auswanderungsrecht und sowas, aber du darfst nur eine gewisse Zeit in Deutschland verbringen, und wenn du mehr als diese Wochen, Monate, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, Digga, länger in Deutschland bist, dann bist du hier wieder steuerpflichtig. Keine Ahnung, wie die das handhaben, als ob die so, keine Ahnung, wenn du so einen Tag länger in Deutschland bleibst, als du darfst, direkt Tür eintreten und sagen, ich zahle jetzt Steuern, weißt du, wie ich meine? Ich habe keinen Plan, wie das ist, aber irgendwie, irgendwas, irgendwann, irgendwo, und aber Steuern ist so ein kompliziertes Thema, Bruder, jedes Mal, wenn ich
Brief vom Finanzamt habe, ich krieg Eierflattern. Immer diese braunen, hässlichen Briefe, Digga. Es ist wirklich, du siehst das Ding, was ist jetzt schon wieder? Da, ah, das zahlen, das zahlen, das zahlen. Du siehst einen Brief von irgendwelchen Bundesanzeiger, Digga. Justiz, weißt du, so, oh, am Ende ist es nur so, ja, herzlichen Glückwunsch, Sammy, ihre Steuernummer oder irgend so ein Scheiß. Irgendwas war da. Aber so, du siehst so erst so Briefe von irgendwelchen Ämtern, Digga, und du direkt, ey, du machst so auf. Ich hasse es, wirklich, ich hasse es. Der Finanzamt und diese ganzen, das ist schlimm. Ist außerdem ein Gerichtsurteil, wonach ApoRed eine Frau sexuell belästigt hat. Und Carina Pusch, die mehr als 2 Jahre für ihre Version der Geschichte gekämpft hat, trotz Hates aus der ApoRed-Community. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Da ist irgendwas, was ApoRed nicht erzählen möchte, was halt auf jeden Fall nicht öffentlich gemacht werden soll, weil das irgendwie noch viel tiefer reingeht und deswegen wird es einfach nur so mäßig gedribbelt, damit ApoRed sich einfach irgendwie noch bedeckt halten kann. Aber ApoRed, Bruder, irgendwann, Bruder, also doch diese Videos für Mimi, also Mimi ist wirklich größter Erzfeind.